Hallo ihr Lieben, wie angekündigt mache ich weiter. Ich und Affe aus dem letzten Video sind rausgegangen, um sich zu prügeln. Mal sehen, was da rauskommt. So, wir sind hier bei Hans Blumenberg. Wir waren an einer sehr heiklen Stelle, wo Hans Blumenberg gesagt hat, er findet es ganz schrecklich, dass wir den Augen des anderen für die Gestaltung unseres Selbstbewusstseins Vorrang einräumen. Während wir er spricht von fatalen Vorrang, wobei wir durch die heutige Psychologie wissen, dass wir ein Selbstbewusstsein ohne Fremdbewusstsein überhaupt nicht entwickeln können, also dass die Spiegel gespiegelt werden durch andere Menschen, überhaupt erst unser Ego konstituiert und dass wir also auch, wenn sich das konstituiert hat, ein Leben lang darauf angewiesen sind, gespiegelt zu werden von einem Menschen. Das wissen wir mittlerweile durch harte Forschung. Also wir Menschen sind resonante Wesen, wir verlieren unsere Menschlichkeit, wenn wir uns nicht durch die Augen anderer Menschen betrachten können. Also sozusagen diese Fantasien, so Robinson Crusoe oder Eremitage, also so der Mensch, der in der Einsamkeit lebt und trotzdem menschlich bleibt, ist eine psychologisch gesehen sehr naiv. Es gibt kein Selbstbewusstsein ohne Austausch, das wissen wir mittlerweile gesichert, aber davon wusste halt Blumenberg nichts und davon weiß uns leider unsere philosophische Tradition sehr wenig. Das Verdrängte, eines der vielen verdrängten Themen unserer philosophischen Tradition. Jetzt mache ich weiter auf Seite 592 von Beschreibung des Menschen. Schließlich müssen wir bei der Frage nach den Restkonstanzen des innersystematischen Abbaus das Moment der Wechselwirkung ins Auge fassen. Die gesamte natürliche Ausgangslage des Menschen gegenüber seinen natürlichen Rivalen und Feinden verändert sich, sobald dem Subjekt der Actio per Distans ein seinesgleichen gegenübertritt. Ich kann gar nicht sagen, wie schön ich diese Passage finde, deswegen, weil sie sozusagen auf den Punkt bringt, wie die Philosophie die ganze Zeit den Menschen denkt und wie die ganze Zeit sie irrt in ihrem Denken. Das ist also einfach wunderschön zu sehen, weil nämlich jetzt hier gesagt wird, ein Subjekt kommt erst noch hinzu und nicht ein Subjekt war schon immer da. Ja. Wir werden in Gemeinschaften hineingeboren. Wir werden nicht alleine geboren und treten dann erst in menschlichen Kontakt. Alle anderen Rivalen, sagt Blumenberg, auf der Lebensszene werden erst in unmittelbarer Körpernähe aktionsfähig. Der menschliche Rivale ist immer auch einer, der aus der Entfernung zuvorkommen kann. Ja, also hier werden Kampfverhältnisse gedacht. Das ist hobbesianisches Denken. Ja, der Mensch ist nicht in Kontakt, ist nicht in Austausch. Deswegen, also wenn man schon mal in der Spieltheorie das Gefangenendilemma sich mal analytisch wirklich angeguckt hat, wie wird das konstruiert, was passiert denn da im Gefangenendilemma und ist das unsere Lebenssituation, dann sieht man genau, dass dieses Gefangenendilemma bei Thomas Hobbes davon lebt, dass die miteinander nicht reden können, die in dieser Dilemma-Situation. Sobald du miteinander reden kannst, in dieser spieltheoretischen Konstruktion, die auch eben dem 13. Kapitel des Leviathan bei Thomas Hobbes zugrunde liegt, ist es vorbei mit dem Gefangenen-Dilemma. Das Dilemma löst sich auf, weil man sich absprechen kann. Also es lebt, dieses ganze tragische Denken bei Hobbes lebt von nicht miteinander reden. Ja. Hab ich entdeckt. Ja, es ist so trivial, dass es wirklich lächerlich ist zu sagen, ich habe das entdeckt. Es ist eher fatal, dass es andere überhaupt übersehen konnten. Ja, das ist ein Armutszeugnis, dass das nie gesehen wird oder von so vielen nicht gesehen wird. Das ist also ganz fundamental fürs Gefangenen-Dilemma, dass einfach nicht geredet wird. Ja, mein Gott. So, also hier haben wir da auch ein ähnliches Denken, das hobbesianisch ist. Auch ihm ermöglicht die Gunst des weiten Radius, also dem anderen Menschen, durch den erhobenen Kopf und die Frontalstellung der Augen die Abschätzung von Entfernungen, sodass er uns bewerfen und beschmeißen kann mit Steinen und mit Speeren. Sie wird beiden zum Verhängnis, wenn sich die über den Raum hinweg möglichen Präventionen steigern lassen. Also hier ist sofort gedacht an sozusagen Abschreckung, wie zwischen UdSSR und USA. Na, gegenseitige Aufrüstung, also klassisches hobbesianisches Denken wie im 13. Kapitel des Leviathan. Ne, also wer es nicht kennt, lese einfach mal das 13. Kapitel im Leviathan. Der Leviathan ist nicht falsch im Bücherschrank. Den sollte jeder vielleicht besitzen, weil es eines der prägenden Werke der abendländischen Geschichte war. Ja, und leider weiterhin ist. Das ist aber nichts Gutes. Ja, man sollte ihn kennen. Also man sollte eigentlich den ganzen Hobbes kennen, aber wenn ihr nicht wirklich viel Zeit habt und kein echtes Interesse an Philosophie habt, lest einfach nur das 13. Kapitel des Leviathan. Das ist wirklich Pflichtlektüre, Entschuldigung. Sonst kann man so viel nicht verstehen, was leider schiefgegangen ist in unserer Gesellschaft. Die Antizipation von Handlungen auf Distanz wird biologisch und psychologisch umso vorteilhafter, je auswegloser der von jeder letzten Aushilfe entblößte Leib dem gegenübersteht, was in seiner unmittelbaren Nähe herangekommen ist. Wenn auf diese Weise Fernhandlung gegen Fernhandlung steht, ja, Pershing-Raketen gegen Sojus-irgendwas-Rakete, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die verdrängt, diese Langstreckenraketen, Mittelstreckenraketen der UdSSR,
Also, was in seiner, also nochmal, wenn auf diese Weise Fernhandlung gegen Fernhandlung steht, in der dauernden Anstrengung zum Komparativ gibt es theoretisch keinen Grenzwert der Wechselwirkung mehr. Aufrüstung bis zum Ende. Die von der Prävention erschlossenen Räume haben keine natürlichen Grenzen. Sobald es die Technik zulässt, wird der nicht mehr innerhalb der Wahrnehmungszone auftauchende, sondern nur noch ständig gewärtige Gegner im Horizont seiner Absichten und Möglichkeiten antizipiert. Das ist eben Hobbes. Und in der Gegenwirkung die Fläche seiner Entfaltung abgedeckt. Jeder Rest von spezifischer Auslösung oder Hemmung der Reaktionen ist damit hinfällig geworden. Die Reaktion auf Merkmale der Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit verwandelt sich tendenziell in eine Prävention, die sich überhaupt nicht mehr auf ein erkanntes Gegenüber bezieht, sondern den Raum und die Zeit selbst zum Intervall von drohenden und hindernden, schließlich flächendeckenden Einwirkungen macht. Er scheint das irgendwie schlimm zu finden, dabei ist das unsere Rettung, dass wir ein Beziehungsnetz spannen können zwischen uns. Und nicht denken müssen, was macht der andere und ist der uns wohl freundlich oder feindlich gesonnen, sondern dass wir halt Beziehungen einander aufbauen können, wo unsere wechselseitige Erwartung oder Befürchtung, dass der andere feindselig sein könnte, sich auflöst, weil wir den anderen kennenlernen und merken, der andere ist auch ein Mensch und wir können eine freundliche Beziehung zu ihm aufbauen, wir können eine freundliche Beziehung zu ihm aufrechterhalten. Das ist das, was die Menschheit rettet, dass wir das können. Und zwar jeder Mensch mit jedem. Das wissen wir auch mittlerweile, nur leider hat sich dieses Wissen noch nicht in den Alltag hinein verbreitet. Wie auch. Wir erleben es ja ständig anders in unserem Alltag. Also widerspricht unser Alltag einer Erkenntnis der Wissenschaft, ja, dass es sowas gibt überhaupt. Ne? Merkwürdig. So, das ist natürlich ein Scheinwiderspruch, aber egal. Die Fähigkeit des jeweils anderen zur Actio per Distans erhöht die innerspezifische Bereitschaft zur Aggression. Das stimmt, wenn du nicht in Beziehung stehst. Ja? Jeder ist jedes Menschen Feind, solange du nicht mit ihm redest und dich mit ihm anfreunden kannst, und zwar zuverlässig und sicher. Und lässt die ursprüngliche defensive Funktion der Fernhandlung bei zunehmender Verdichtung der ungewissen Begegnungen mit Artgenossen umschlagen in eine potenzierte aggressive Grundeinstellung. Sehr richtig gesehen. Das ist das, was passiert ist mit der Ausbreitung des Menschen über den Planeten. Feindschaft aller mit allen und das unweigerlich einfach nur aus der menschlichen Antizipationsfähigkeit. Ja, dazu brauchst du noch nicht mal diese Fernhandlungs Idiotie. Es gibt auch Kulturgrenzen zum Beispiel. Der eine gehört zum einen Stamm, der andere gehört zum anderen Stamm. Man kann nicht unmittelbar miteinander kommunizieren. Für jeden ist der andere jeweils ein Barbar. Barbar heißt ja einfach nur ursprünglich der, mit dem man nicht reden kann, weil er eine andere Sprache spricht. Ne? So haben es die Griechen verstanden, die den Begriff Barbar geprägt haben. Und dadurch ist also vielleicht nicht physische Nähe da, aber es ist halt eine Grenze dafür da, sich mit dem anderen anfreunden und mit dem anderen verständigen zu können. Und allein das genügt Menschen, um eine unerbittliche Feindschaft zu konstituieren, systemisch, also die dann niemandes Schuld ist, sondern sozusagen in der Natur der Situation liegt, wenn nicht sogar in der Natur des Menschen. So. Aber erst die hochentwickelte Technik, also das war jetzt eben diese potenzierte aggressive Grundeinstellung, aber erst die hochentwickelte Technik hat solche Verkürzungen des Zeitaufwands für Raumstrecken ermöglicht. Dass die präventiven ebenso wie die kopräsenten Leistungen der menschlichen Optik nicht mehr ausreichen, sich dessen zu vergewissern und darauf einzustellen, was über den Raum herankommt. Es ist das Problem, das unter dem Titel der Vorwarnzeiten steht und diesen bereits zur Metapher gemacht hat. Ja, also nukleare Kriege. Jetzt sagt Blumberg was Schönes. Es gibt keinen Aggressionstrieb. Die Aggression ist entstanden in einer Landschaft, in der Zuvorkommen alles ist. Also, wir Menschen sind nicht aggressiv. Wir haben nur Angst. Wir haben begründete Angst vor dem Menschen, der uns nicht nah ist, der uns nicht sicher Freund ist. Es gibt eine Feindschaft aller Menschen mit allen, wenn wir nicht eine Freundschaft aller Menschen mit allen begründen, institutionell, automatisch. Das ist niemandes Schuld. Es kommt auch nicht aus der Natur des Menschen, in dem Sinne, dass wir sozusagen einen eingeborenen Aggressionstrieb hätten, sondern es kommt aus nackter, purer Koexistenz in Beziehungslosigkeit, aus nackter, purer Koexistenz in Freundschaftslosigkeit entsteht automatisch wechselseitige Gegenaggression. Das hat Blumberg richtig gesehen, das hat auch schon Hobbes völlig richtig gesehen. Aber sie haben daraus leider keine richtigen Schlüsse gezogen, weil sie das Heilmittel irgendwie unterschätzt haben oder nicht gekannt haben. Ach, die Armen. Alle Schutz- und Hemmungsmechanismen, die sonst im Tierreich unter Artgenossen eingreifen, zum Beispiel also dieser Beißreflex beim Wolf, sehr berühmt, ja, der eine Wolf streckt das hin, der andere kann dann nicht mehr zubeißen,
wie sonst im Tier, und wir auch übrigens, wir haben wir auch wir Menschen solche Aggressionshemmungen. Das sieht man in verschiedenen Kriegen sehr gut erforscht, wie schwer es Menschen fällt, andere Menschen zu töten, wenn nicht vorher ganz bestimmte Dinge passiert sind. Also das, was immer wieder der Generalität verschiedener Armeen große Sorgen bereitet, dass die Menschen so wahnsinnig ungeneigt sind, sich gegenseitig niederzumetzeln. Riesiges Problem für Militärführer. Ja, also da muss man dann immer was herbeikonstruieren, damit die Leute überhaupt aufeinander losgehen. Übrigens schon in der Antike, da hat man das so gemacht. Man hat die Soldaten, die auf eine bestimmte Weise zurückkommen, wo man wusste, die sind vom Feind davongelaufen, so schlecht behandelt, dass die lieber im Krieg gestorben sind, als heimzukehren. Also man hat ihnen praktisch aus der eigenen Wirgruppe solche Angst gemacht, dass sie lieber aggressiv geworden sind gegen den Feind. Das musste man machen. Auch in der sehr, sehr, sehr archaischen, sehr, sehr streitsüchtigen, sehr, sehr gewaltaffinen Antike gab es solche Praktiken. Also sozusagen, der Krieger war der, der aus der eigenen Gemeinschaft ausgestoßen wurde und nur wieder aufgenommen wurde, wenn er nachweisen konnte, dass er gegen den Feind gekämpft hat. Und das musste man tun, damit die Leute sich bekämpfen. Das ist schon in der Antike nachgewiesenermaßen so gewesen. Könnte uns zu denken geben. Aggressionstrieb des Menschen. Haha. So. Werde ich gleich noch ein paar Sachen zu verlinken. Also einen schönen zum Beispiel TED-Talk von dem Gewaltforscher Sapolsky. Den verwurste ich hier auch noch. Der Anblick des getroffenen oder getöteten Artgenossen wird zum Ereignis post factum, wie erschreckend es im Anspruch der alten Hemmungen dann auch immer sein mag. Die Einzigartigkeit des Menschen im Zugriff auf seinesgleichen beruht hier immer noch auf dem Prinzip der Körperausschaltung. Die ernüchternde Nähe kommt allemal zu spät. Ne? Auch sehr gut bekannt, diese berühmten Versuche mit diesen, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt, mein Gedächtnis ist einfach so schlecht, mit den Stromschlägen, Milgram-Experiment, wo die Leute einfach in physischer Nähe gar nicht bereit sind, den Leuten so hohe Stromschläge oder überhaupt Stromschläge zu verpassen. Also umso näher die körperliche Reaktion ist, umso mehr Körperlichkeit im Raum sind, bis hin zu anfassen, umso weiter sinkt die Gewalt- und Grausamkeitsbereitschaft des Menschen. Am grausamsten sind wir aus der Distanz, wenn wir nur von Ferne die gedämpften Schreie hören. Dann gehen die Leute relativ weit mit diesen Stromschlägen. Weniger weit gehen sie, wenn sie praktisch die Leute auch sehen können. Noch weniger weit gehen sie, wenn sie physisch nah sind, also so gefühlt in einem Raum. Noch weniger Gewalt- und Grausamkeitsbereit sind wir Menschen, wie gesagt, zu wildfremden anderen Menschen unter den gleichen, ansonst gleichbleibenden Versuchsbedingungen, wenn wir sie körperlich Körperkontakt zu ihnen haben. Ja. Also wenn man daran interessiert wäre, das Gewaltniveau der Gesellschaft zu senken, ich sage ja nur wenn, dann wüssten wir bereits längst, wie es geht. Was bei uns Menschen zuverlässig funktioniert, das wissen wir bereits lange. Wir machen nur keinen Gebrauch von diesem Wissen. Und das bedeutet, dass das Gewaltniveau, das wir in der Gesellschaft haben, wir vorsätzlich haben. Wir haben es mit Absicht. Nicht aus Versehen. Also wer leidet an der Gewalttätigkeit der Gesellschaft, dem sei gesagt, es ist kein Zufall. Es ist auch nicht so, dass wir da nichts machen könnten. Es ist so, dass wir da vorsätzlich nichts gegen tun bisher. Wir haben also eine gewalttätige Gesellschaft mit Vorsatz, mit Absicht. Und wenn man wie ich gern eine friedlichere Gesellschaft hätte, dann ist das also, tut das richtig weh, dass wir wissen, wie es geht und es nicht tun. So, damit beende ich dieses Video. Das Licht wird zu schlecht. Ich lasse es gut sein und mache hier gleich weiter im Text, vielleicht noch heute Abend, etwas später am Abend, dann in anderen Lichtverhältnissen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen in dieser vorsätzlich gewalttätigen Gesellschaft, in der wir leben. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.